mal ganz schnell, wie man Zeiten umrechnet. Und zwar von Stunden in Minuten oder umgekehrt oder in Sekunden oder in Tage, Day, A wie Anno, Jahre und so weiter. Schon mal vorgefertigte Beispiele. Beispiel 4 Stunden möchte ich in Minuten umrechnen. Dann schreibe ich einfach eine Zeile neu. 4, das ist die 4, mal und statt Stunde schreibe ich 60 Minuten. Und jetzt kann ich mal nehmen, 4 mal 60 ist 240 und die Einheit habe ich schon dabei. Ist eigentlich easy, ne? Machen wir das mal mit dem Bruch. 2 Drittelstunden, 3 Viertelstunden ist klar, das geht leicht, aber 2 Drittelstunden, das sieht schon schwieriger aus. Was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir, okay, wir schreiben die 2 Drittel hier hin und statt Stunden schreiben wir 60 Minuten. Denn ich habe das nochmal aufgeschrieben, so steht es in irgendwelchen Tabellenwerken, ne? Eine Stunde ist 60 Minuten und so weiter und so fort. So, und dann sage ich, okay, hier in diesem Fall ist es leicht, ich kann kürzen, aber notfalls nimmt man einen Taschenrechner und rechnet dann aus, was übrig bleibt nach dem Kürzen ist 2 mal 20, sind 40 und die richtige Einheit habe ich schon, schreibe ich dahinter, Peng. 3 Viertel annum, das Jahr, 3 Viertel Jahr. Ist wie viele Tage? Ich habe jetzt hier mal die Banktage genommen, 360 Tage, weil das sich jetzt hier schneller rechnen lässt. Sonst nimmt man wieder einen Taschenrechner. Ich schreibe das 3 Viertel hin und mal statt A sage ich, was ist das Wert? A, das sind 360 D. Schreibe 360 Tage hin, ja, das ist das Gleiche. Jetzt kann ich wieder kürzen und das ist dann so. Drehen wir es mal um, 420 Minuten in Stunden. Gut. Ich schreibe die 420 hin, hier die gleiche. Und statt die Minuten, das ist die Abkürzung für Minuten, wenn es zwei Striche sind, sind es Sekunden. Dann schreibe ich einfach die 420 ab und statt dieser Einheit Minuten schreibe ich eine 360stel Stunde. Stunde gehört auf den Bruchstrich, ne? Oder dahinter. Dann kann ich sagen, okay, jetzt hier nach Kürzerei, das sind 7 Stunden. Machen wir das ganze Beispiel mal etwas live. 45 Minuten möchte ich in Stunden umrechnen. Okay, erster Schritt. 45 und jetzt schreibe ich nicht mal Minuten, sondern jetzt schreibe ich, was wollte ich haben? Stunden. Jetzt gucke ich nach. Aha. Ach, das ist eine 60stel Stunde. Stunde kann ich dahinter schreiben. Das wird also Stunde ergeben. Gut, jetzt kann man hier kürzen. In diesem Fall ist es ganz leicht. Zum Beispiel durch 3, dann habe ich hier eine 20, durch 3, dann habe ich hier. Eine 15 Zwanzigstel kann ich nochmal kürzen. Dann machen wir es mal schnell. Also, wenn ich mich nicht traue, ne? Also ich kann auch gleich durch 15 kürzen. Machen wir es mal, es geht schneller. Nee, ich mache es nochmal langsamer. Durch 3. Durch 3 ist 15. Durch 3 ist, man kürzt sich also ran an die Sache, ist 20. Ah, das geht nochmal durch 5. Durch 5 bleibt eine 3 und durch 5 bleibt eine 4. Das bleibt übrig, die 3 bleibt übrig, die Stunde bleibt übrig. Eine Dreiviertelstunde also. Gut. Das Ganze mal mit 25.200 Sekunden in Stunden umrechnen. Geht nicht mehr so glatt. Und jetzt kommt ein einfacher Trick. Jetzt mache ich das wieder schrittweise. Mal ein bisschen Platz machen. Ich schreibe meine Zahl ab. 2, 5, 2, 0, 0. Und jetzt geht's los. Der Trick ist, erst die Minuten und dann nochmal die Stunden hinzuschreiben, denn die meisten sagen, 60 mal 60 ist 360, das stimmt nicht, das sind 3600. Wer das kann, macht es gleich. Wenn nicht, sage ich, okay, Sekunden erstmal in Minuten und ach ja, gleich nochmal und jetzt das 60stel nochmal dahinter und jetzt kann ich Stunden hinschreiben. Ja, oder der Trick wäre, das ist der Trick, um sich ranzutasten, oder wenn man es gleich weiß, schreibt man auch hin. 2000, die 25.200 Sekunden. Aha, das ist mal ein 3600stel und jetzt kann ich die Stunden wieder dahinter schreiben. Machen wir das mal hier, um sich ranzutasten. Oder nö, machen wir es gleich hier unten. Nee, ich mache es hier unten doch. ich kann die Nullen wegstreichen, paarweise. Okay, das war erledigt, das war erledigt. Jetzt wird die Aufgabe schon einfacher. Jetzt sage ich, okay. Wenn ich das nicht weiß, entweder ich nehme einen Taschenrechner und teile 252 durch 6 und nochmal durch 6. Oder ich teile gleich durch 36. Wenn ich das habe, ich mache es mal mit Kürzen. Ich sage, ach, das weiß ich nicht, ich habe keinen Taschenrechner. Durch 2 geht das Ding allemal. Durch 2 bleibt eine 3. Durch 2, das 250, das wären 125 und 1 dazu, also 126. Och,
Das ist ja nochmal durch 2 teilbar. Gut, durch 2 bleibt hier eine 3 und das durch 2 sind 63. Ah, die 63 kann ich durch 3 und nochmal durch 3, also durch 9 teilen. Dann hätte ich praktisch 63 durch 9, 7 Stunden. Das Ganze geht hier genauso. Könnte ich hier auch die Nullen wegstreichen oder ich nehme einen Taschenrechner. Ich kann mich hier rankürzen oder wie gesagt, Taschenrechner sind 7 Stunden. Und so geht das genauso. Das ist eigentlich nur eine Schreiberei. Geht das genauso mit Tagen, mit Jahren und so weiter. Solche großen Beispiele mit Tagen und Jahren, da werde ich mal hier oben links angefügt haben. Das habt ihr vielleicht gar nicht beachtet, beziehungsweise jetzt hier zum Schluss mal mit richtig granatenmäßigen Dingern oder wie man Kilometer in Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umwandelt. Solche Links werde ich hier mal einfügen, beziehungsweise wie man überhaupt mit, man sagt SI-Einheiten, weil die international standardisiert sind, wie man damit umgeht. Gut, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden und ja, ich würde mich über mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Danke, tschüss.